Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1837. Wir sind im nächsten Match Lower Quarterfinals und das ist ein ZVZ mit dem finnischen Zerg in Rot beim Team Enz. Es ist natürlich Savile. Und der spielt gegen einen weiteren deutschen Spieler. In Blau der Zerg beim Team Shopify Rebellion. Es ist Lambo. Für Lambo bisher sehr, sehr solide Run. Für Savile natürlich, er wäre am liebsten vom Winners Bracket aus ins Finale gekommen, aber wurde da ja vor einem anderen bekannten Namen gestoppt. Und jetzt dürfen die beiden hier einmal ausbatteln, wer weiterkommt, wer es in die Top 4 schafft. Und natürlich, da wartet auch dann ein Platz in den Season Finals, wenn man die Top 4 erreicht. Für Lambo natürlich eine sonderlich schwere Aufgabe hier gerade. Also man... ja, hofft natürlich auf einfachere Sachen als Savile als Gegner. Aber bei, ja, wir sind gerade bei den Top 6 zu den Top 4. Da muss man schon damit rechnen, dass das alles andere als einfach wird. Und bisher, Lambo ist eigentlich gut in Form. Die Frage ist, reicht diese Form für Savile? Das ist die goldene Frage. Wir haben jetzt erstmal Linge und Baning Nest, Linkspeed, dritte Basen. Sind auf Jaggernauth als erste Map. Als nächstes auf dem Plan steht Lightshade, danach 2000 Atmospheres, Oxide und Blackburn. Savile hat Beckett Industries gewetot und Lambo hat Romanticide tatsächlich rausgewetot. Also zwei komplett verschiedene Maps. Die kurze, etwas cheesige Map Beckett und dann die Hardcore-Makro-Map Romanticide. Beide sind nicht mit drin. Mal gespannt, was dann dieses Best of Five so ergibt mit den Maps, die wir haben. Wir sehen auf jeden Fall schon Wechsel Richtung Roaches, Missile Attacks und Roach Warren. Bei Lambo ebenfalls Roach Warren unterwegs und seine Evolution Chamber braucht noch einen Augenblick. 36 zu 38, der Worker Count, also so generell, sie spielen etwa dasselbe, aber Savile ist so einen kleinen Ticken vorne. Ist auch ein Leertag unterwegs. Morpht da nochmal ein Baning tatsächlich mit dazu, einheitentechnisch 12 Länge zu 11 und ein Baning da unterwegs. Die ersten, na okay, die ersten Roaches jetzt bei Lambo tatsächlich im Bau. Also jetzt gehen die Wege auseinander, er investiert das nicht in Leertag, sondern er... möchte Roaches haben. Link kommt aber hier nochmal ran, vor allem der sieht das. Savile hat die Info, dass da kein Leertag mit dazu kommt. Zumindest noch nicht. Genauere Infos hat er noch nicht, aber er wird gleich merken, okay, da kommen Roaches und kein Leertag. Und das ist natürlich dann erstmal so ein bisschen Gefahr. Aber danach direkt Drones von Lambo. Also er spielt da ein bisschen hin und her mit den Optionen, die er hat. Savile reagiert jetzt entsprechend, baut die eigenen Roaches. Lambo hingegen droned mal höher und holt sich damit den Worker-Vorteil. Muss aber natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, weil Savile dann einen eigenen Angriff startet. Beide haben ihre dritte Basis. Mining-technisch eben Lambo jetzt mit der Führung. 10 Drones mehr aktuell und das steigt noch sogar ein bisschen. Die Frage ist, ist er da gerade ein bisschen zu greedy oder kann er das dann halten? Sieht natürlich jetzt die versammelte Masse von Savile. Man sieht das auch. Savile mit einem Spike, also er fühlte sich da wirklich bedroht, weil er eben kein Leer gesehen hat und dann Roaches gesehen hat. Aber es kommt halt kein Angriff. Lambo hat das direkt abgebrochen, hat das gut angetäuscht tatsächlich. Also er hat das sehr, sehr gut Savile verkauft und Savile jetzt mit sehr vielen Roaches unterwegs und er sammelt jetzt selber für seinen eigenen Angriff mit plus 1 Missile Attacks. Savile wird natürlich auch einiges bewegen müssen, denn sein Worker-Count hinkt weit hinterher. 44 zu 58. Die Sekunde, die jetzt verstreicht, kriegt Lambo deutlich mehr Kohle rein. Und jetzt geht's in die andere Richtung. Jetzt greift Savile an, jetzt muss Lambo gucken, dass er die Defense auf die Rechte hat. Er hat tatsächlich nochmal 4 Drones angedrückt. Jetzt gibt's aber erstmal Spinecrawler mit dazu. Da sieht man eben den Mining-Vorteil. Den wird aber nicht mehr lange haben wahrscheinlich. Und da sieht man eben den Unterschied im Army-Supply. Zudem Missile Attacks 1 ist fertig bei Savile. Lambo, das könnte gerade noch so kriegen. Beide haben dann nur Linkspeed noch mit dabei. Also abgetänzt sind sie dann gleich auf. Und es kommt auf die Defense drauf an. Wir haben da 3 Queens zu 3, aber die Queens von Lambo können defensiv genutzt werden. Roach-Masse 9 zu 21. Also da hat natürlich Savile deutlich mehr. Dafür keine Ravager mit dazu. Da hat Lambo einen einzigen. Und der baut gerade 4 Spinecrawler. Aber hier ist erstmal eine riesen Masse an Banes, die da versucht durchzubrechen. Die Banes kommen auch in die Netzwerke weiter rein. An der dritten battelt sich, oder vor der dritten battelt sich die Roaches. Spinecrawler werden jetzt fertig. Und Spinecrawler sind ein paar fertig geworden. Die Netzwerke verliert die Queens, aber sie hält erstmal massig Drones. Roaches werden nachgebaut bei Lambo. Bei Savile sind sehr viele Lingo-Dicks, weil er schnelleres Reinforcement braucht. Und das Baning Nest fällt hier gleich, wenn es nochmal eine Runde Kotze abbekommt. Aber stattdessen, es bleibt nochmal eine Runde am Leben. Und Lambo hält das. Und vor allem ohne Drone-Verluste. Der Roach, tatsächlich, der Baning Nest überlässt nochmal eine kurze Runde. Und das sieht natürlich jetzt viel, viel besser aus für Lambo. Denn er hat trotzdem seinen Mining-Vorteil behalten. Und jetzt natürlich im Army-Supply mehr als deutlich aufgeholt. Sogar überholt. 20 Supply mehr. Savile versucht es mit den eigenen Drones, aber muss jetzt aufpassen, dass Lambo hier nicht gleich mit einem Counterattack rüberkommt. Savile momentan mit seinen 3 Basen. Und er hat, okay, Savile hat den Leertag gecancelt, das ist mir in dem Zwischendrin gar nicht aufgefallen, dass er das gemacht hat.
Lambo hat jetzt seinen eigenen Leer-Tag fertig, geht jetzt auf plus 2 Missile-Decks. Jetzt sieht es natürlich viel, viel besser aus für Lambo. Er hat den schnelleren Tag, die besseren Upgrades unterwegs, Roadspeed kommt bei ihm auch und sein Supply ist grundsätzlich höher. Immer noch mehr Worker und immer noch mehr Army-Supply. Und für Savile wird das also gefährlich. Der nächste Angriff, der da von Lambo kommt, könnte wehtun. Außer Lambo möchte wirklich voll auf Makro-Game weiterspielen. Erst dann mit einer weiteren Evolution-Chamber. Sieht es ein bisschen danach aus. Die Frage, nimmt er sich eine vierte Basis? Momentan haben wir da noch nichts. Hier warten ein paar Banes als Run-By. Und da ist vorne dran keine Vision. Da wäre hier noch ein Overlord tatsächlich hilfreich. Die Overlords sind alle gerade hier versammelt von Lambo. Ja gut, die Drone wird das mitkriegen. Wird tatsächlich zwei von den vier Baningen wahrscheinlich weg explodieren lassen. Ah nein, die Baningen krabbeln weg. Die Drone, zieht die das noch? Oh nein, das... Puh! Knapp, aber Savile schafft es, die Bane tatsächlich aus dem Siegradius der Drone rauszuziehen. Kann damit natürlich einen späteren Angriff damit vorausplanen. Und natürlich mehr Roaches bei Lambo. 13 weitere. Hat 170 Supply gegen die 140 bei Savile. Beide kriegen Roach Speed, aber Lambo ist halt deutlich schneller und hat 2-1 unterwegs. Kommen noch Ravager mit dazu. Also er wird eine ziemlich massive Army hier aufstellen. Hat die Spinecaller auch noch zur Defensiven an der Netspiel. Und einen Spinecaller auch an der dritten. Und ja, die vierte unterwegs. Savile noch ohne vierte. Der versucht es gerade mit einem Spire, interessanterweise. Aber das braucht natürlich mega viel Zeit. Und ich glaube fast nicht, dass Lambo ihm die Zeit lassen wird. Lambo rückt jetzt nämlich schon mal aus. Die Linge natürlich wollen sie ein bisschen so hinstellen, dass sie eine Bedrohung sind als Counter-Attack. Aber da kommen gerade Roaches von allen Seiten. Und Savile merkt jetzt, wie gefährlich die Situation gerade für ihn ist. Verliert nochmal ein Overlord. Sorgt nichts für einen Supply-Block. Dafür die Bane gehen jetzt hier rein. Aber Spinecaller plus Roach-Defense vermindern da den Schaden, den Savile machen kann. Drei Drones bekommt er dafür am Ende. Was jetzt nicht so viel ist. Und eben jetzt, die Roaches wollen weiter raus. Lambo ist nämlich Max. Savile ist es nicht. Und Savile versucht eben gerade mit dem Spire irgendwas zu tun. Die Upgrades von Lambo sind auch nicht ganz so hoch. Aktuell hat Savile also die besseren Upgrades tatsächlich. Hier wird aber jetzt erstmal belagert und Lambo kann ein bisschen warten auf sein Upgrade-Timing. Beide haben dann Road Speed. Die Linge surrounden die vierte und können die wahrscheinlich auch zerstören. Da ist nichts wirklich in der Gegend. Da spawnen ein paar Roaches, aber die Hauptmasse ist einfach hier vorne. Die Hauptmasse will fighten. Lambo fightet hier vor seinem plus 2 Mistletext tatsächlich. Und Crossbites wird reingespammt. Die sind dabei 7 zu 3 Ravager. Die Roaches hier wollen die Rampe hoch, kriegen den ersten Ravager weggesniped. Die Queen kassiert da auch ziemlich viel. Die zweite Queen kassiert auch. Und Lambo Michael zieht es einfach rein. Er hat trotzdem natürlich deutlich mehr Masse als der Gegner. Und jetzt ist das Missletext mit drauf. Das heißt, er macht mehr Schaden. Beide pumpen Roaches nach. Die Linge haben die vierte Basis wie erwartet zerstört. Aber das Problem ist, dass er verliert währenddessen den Roach-Fight. Und von dem verlorenen Roach-Fight kann man nicht wirklich zurückkommen. Und das sieht er auch so. Ja, ist das GG. Und Lambo tatsächlich geht hier 1-0 in Führung. Hält einen Push von Savile. Ziemlich solide sogar. Vor allem hat er eigentlich angefangen, dass Lambo seinen eigenen Push ein bisschen angetäuscht hat. Savile hat darauf reagiert und ist dann zurückgefallen. Lambo hat die Führung solide weitergecarried, hat defended und dann mit seinem vollen Max-Out-Angriff hatte ich hier sich Map Nummer 1 gesichert. Wir haben kleinere Unterschiede auf Map Nummer 2, denn das Timing der dritten Basis, das ist nicht dasselbe. Savile hier mit der normalen Weiter-Expandierung entgegen Lambo ballt sich hier ein bisschen ein. Evolution Chamber wieder zu, bleibt erstmal auf Basis Nummer 2. Paling ist natürlich unterwegs, das ist noch nichts gestorben. Es wurde ein bisschen Schaden ausgeteilt von der Queen, aber das war's dann auch. Und ja, mal sehen, was Lambo sich entscheidet. Das wird wahrscheinlich abgegeben. Carapace? Ling-Angriff mit Carapace ab. Raid. Nein, Roach One, wobei Carapace ist immer noch möglich. Es ist sehr viel Vespingas bei ihm da. Und der Roach wird auch direkt gescoutet. Also da sind die Infos auf jeden Fall vorhanden. Für Savile reagiert mit dem eigenen Roach One auch. Leertech noch mit dabei für Lambo. Two-Base Muta wäre noch eine Option, die er spielen kann. Und mit seinem 3-Gas könnte er auch Nydos werden. Er hat noch recht viele Optionen offen tatsächlich mit der Variante, die er gerade spielt. Das kann auch ein Roach-Nydos werden. Mutalisken sind theoretisch auch noch möglich. Man hat noch sehr viel Vespingas hat einfach gebunkert. Und da kommt das Carapace-Upgrade. Also dann werden es nicht die Mutas. Es wird wahrscheinlich ein Roach-Nydos. Könnte ich mir gerade vorstellen. Alternativ Swarmus. Nicht im ZVZ. Sehe ich auf jeden Fall gerade nicht. Missletex kommt bei Savile und er hat natürlich seine dritte Basis. Das bedeutet zusätzliche Production. Mehr Larven zur Verfügung. Und dann das Potenzial natürlich auch für mehr Geld. Okay, die Evolution Chamber Nummer 2 wurde gecancelt. Und hier gibt es die dritte Basis. Leertech ist gleich da. Lambo damit natürlich, er ist im Tag deutlich höher, aber Economy-technisch wird auf jeden Fall zurückfallen. Man sieht, dass da kommen die zusätzlichen Drones für Zeril. Das heißt, er geht dann auf 48 zu 41 und es kommt direkt Road Speed. Also das kann Lambo mitnehmen, das hat das schnellere Timing. Sammelt immer noch aus seinen drei Vespingas. Hat noch 170 tatsächlich auf der Bank. Und Savile sammelt hier auch schon ein paar Roaches, weil er sich eben doch wieder ein bisschen bedroht fühlt. Er scoutet lieber nochmal nach mit dem Overseer da rein. Und momentan Lambo pumpt einfach Roaches wie ein Irrer. Hat trotzdem noch zwei Vespingas übrig gerade.
Overseer wird weggepusht. Es kommt das Carapace-Upgrade noch für Savile tatsächlich mit dazu. Also Savile, ja, nutzt jetzt eben sein Geld und hat 55 zu 41 Drones. Also das ist eben das. Aber das war Lambo eigentlich klar, wenn er das eingeht, dass er economy-technisch nicht mithalten wird. Was er eben kriegt, ist ein Timing. Road Speed und plus 1 Missile Attacks. Er kann auch Ravage daraus werfen. Dafür kann man das für Spingas natürlich auch nutzen. Das wird es wahrscheinlich auch werden, dass da einige Ravage dazu folgen sollen. Man sieht auch hier ein Overlord extra, um noch die Base zu verbinden. Einfach für das bisschen mehr Speed. Aber da, Savile, er ist bekannt für sein gutes Scouting. Die Queens defenden mit allen Mitteln die Natural. Und den Overseer werden sie sogar kriegen. Nein, es braucht nochmal einen Angriff. Die Queen kommt nicht ran, der Overseer lebt. Und der Overseer scoutet mir das in die Mainbase ab. Und sieht, dass da kein viertes Gas ist. Dass da, ja, sonst nicht viel passiert. Changeling kommt auch noch mit dazu. Also alles Mögliche wird da reingeworfen gerade. Für Lambo. Und jetzt geht's vorwärts. Mit den Queens, mit den Roaches, mit seinem Upgrade-Timing eben. Versucht da jetzt alles in einen Angriff zu bündeln. Die Frage ist, funktioniert das? Savile hat die Infos, Savile hat die bessere Economy und muss jetzt eigentlich nur genügend Army zusammenbauen, um das zu halten. Lambo's Reinforcement braucht natürlich länger, es muss über die Map laufen, die Queens kommen auch mit nach vorne. Es ist trotzdem sehr viel Feuerpower da, wir sind dabei 28 zu 19 Roaches, 3 Ravage zu 2 und jetzt geht's in den Fight. Beide haben plus 1 Miss Attack, Savile wird noch plus 1 Carapace bekommen, wenn der Fight lang genug geht. Jetzt werden erstmal schon Juices genutzt, die Roaches kotzen sich gegenseitig durch, 14 zu 25 momentan und Savile weicht ein paar Meter zurück. Aber er weiß, er kriegt das Reinforcement, wenn ich hier einfach nur durchhalten kann in der Position. Die erste Queen stirbt, die nächste Queens sterben da weg. Oben fliegt Savile gerade nach und nach die Flanke. Lambo macht da schon ganz gut Damage, pusht weiter rein, bricht hier die Front. Es sieht danach aus, er bricht durch zu dritten. Der Ravager kriegt den Crowsy Bile ab und tatsächlich, Lambo macht Map Nummer 2. Geht hier 2-0 in Führung gegen Savile. Was für eine Leistung verdient er sich. Savile hatte recht gutes Scouting eigentlich, aber Lambo hat das so eisern durchgezogen. Savile mit seinen 55 Drones vielleicht ein bisschen zu viel, hätte früher anfangen müssen mit den Roaches, dass er das halten kann. Wie man sieht, das Carapace kam nicht mal zum Tragen. Das war noch 10 Sekunden weg. Also bitte gelaufen hier für den Zerg in Rot. Aber Lambo erhöht damit die Führung auf 2 zu 0. Hat gerade nur Roaches verloren im Game. Und Lambo wieder mit einem Plan. Nämlich Speed Upgrade in Kombination mit Melee Attacks hat sich die Free Evolution Chamber hier gegönnt. Und Savile hat das bisher nicht gesehen. Hatte nicht die Vision dafür. Leer Attack kommt auch mit dazu. Und hier vorne wurde eine Wall gebaut, die wurde gerade komplett durchgecancelt und dann geht es Richtung dritte Basis. Klar, mit Melee Attacks und Speed Upgrade, da sind Linge geplant in rauen Mengen. Und die wurden gerade aufgebunkert auf 20, da kommen ein paar mit dazu und dann kann es losgehen. Dann rennt man natürlich durch den Overlord durch und dann braucht Savile die Defense. Der baut gerade ein paar Roaches, der hat 3 Basen, der hat natürlich deutlich mehr Drones. Und für Savile tatsächlich geht es jetzt gerade ums Überleben im Turnier. Das ist echt überraschend, das gerade zu sagen. Aber Lambo versucht hier zum 3 zu 0 anzusetzen. Er rennt mal voll auf die dritte drauf. Savile hat ein paar Roaches da, hat die auch eine gute Position. Die Einheiten hier, die können ich einfach surrounded, aber momentan Lambos Ziel ist die Hedge. Und die Hedge ist hier nicht zu retten. Es ist kein Chance User, die dritte geht einfach down. Worker Danish hat jetzt Lambo aufgeholt mit 42 zu 43. Savile kann jetzt schon durch nachsetzen. Lambos eigene Hedge ist auch noch nicht so weit. Damit Lambo gleicht das Spiel ein bisschen an. Muss natürlich aufpassen, wenn zu viele Roaches da sind, haben sie in den Dinge nicht mehr so viel zu melden. Auch wenn sie Media Tags 1 haben. Es gibt Limits, was man damit anstellen kann. Und Lambo versucht das weiterzuführen, den nächsten logischen Schritt mit seinem Leertag in den Spire und dann mit Mutas die Kontrolle über die Map zu übernehmen. Savile hingegen rudert jetzt schon mit den Overlords zurück, hat nämlich einen Overseer noch rangescoutet, hat aber tatsächlich die Basis direkt noch nicht besucht, aber er fliegt schon weg, man sieht auch die Overlords kleben dran. Lambo auf Verfolgungstour, weil er möchte wissen, wo die Overlords verbleiben, dass die Mutas die dann snipen können. Also hat schon einen gewissen Plan, was Lambo da gerade macht, die Overlords zu verfolgen. Und sieht auch hier der Overseer, der nimmt jetzt ziemlich Kurs auf die Mainbase, der wird das mitkriegen. Savile auch mit dem ersten Spore-Caller schon unterwegs, kriegt 1-1 und Roach Speed. Und Lambo schickt nochmal die Dinge vor für den Angriff. Klar, er hat sehr viele Mineralien übrig mit so einem Plan, weil er hauptsächlich Vespingas abhängig ist für die Mutas. Das heißt, es verbleibt was an Dinge, die man vielleicht nutzen kann. Aber die Basis hat jetzt deutlich mehr Roaches da. Wenn man die Roaches nicht vernünftig einzeln surrounden kann, haben es die Linge da eher schwer mit dem Fight. Und ja, der Overseer sieht jetzt, was abgeht. Savile hat die Bestätigung, geht sofort auf den Infestation Pit. Und ja, hat momentan noch mehr Worker. Also Lambo natürlich macht das aus einer schlechteren Economy raus, hofft einfach, dass er genügend Schaden mit anrichten kann. Hier gibt es nochmal einen zweiten Overseer tatsächlich für Savile. Dann kann er dann schneller nach Hause fliegen, theoretisch. Der ist ein bisschen zügiger als ein Overlord unterwegs. Auch ohne Speed Upgrade. Und da kommt Burrow und Tunneling los. Also Savile überlegt, ob er da einen Konter ansetzen kann. Ja, wenn Lambo selber die Detection nicht hat, kann man da einfach ein paar Roaches rausschleusen. Und das hat vor allem den Vorteil, die Mutas stoßen nicht zufällig auf die Roaches normalerweise. Die Mutas sind gerade im ZVZ sehr gerne ohne Overseer unterwegs. Da
Das heißt, die Roaches können sich da eventuell durchsneaken. Erstmal der Overseer soll entsorgt werden. Lambo schnappt sich sofort seine Fährte, weil er weiß natürlich, ich kriege jetzt die Map-Control, aber entsprechend muss auch was Horde. Er hat sehr viel Map-Vision gerade. Er sucht einfach, was noch irgendwo auf der Map ist, damit er das entsorgen kann. Für Sal wird jetzt natürlich der Radius sehr, sehr klein. Der klammert sich jetzt um seine drei Basen herum mit den Spore-Collern, mit den Queens. Aber der Tech kommt. Hive-Tech unterwegs. Das heißt, Vipern sind nicht mehr weit weg. Und dann haben die Mutas ihren ersten Konter. 9 Mutas auf dem Feld, 5 weitere mit unterwegs. Lambo macht Wege frei. Und ja, mal sehen, wann ich die nächste Basis schon dazu holt. Momentan die 4. unterwegs. Die 5. noch nicht. 60 zu 62 Work. Also es ist trotzdem noch machbar für Savile. Weil er kämpft zwar gegen die Mutas, aber er hat jetzt noch keinen kritischen Schaden abbekommen. Dass ihn das so weit zurückgriff, dass er da kein Comeback draus starten kann. Er weiß, er muss die Map Control aufgeben. Das ist der ganz normale Verlauf in dieser Dynamik. Das haben wir auch schon oft genug gesehen. Die Frage ist jetzt eben, wie hart committet Lambo auf das? Weil Savile wird es versuchen, sich durchzukämpfen auf eine Konter-Army. Man sieht das auch in Festoren unterwegs. Dann kommen dann auch Lurker früher oder später mit dazu. Und dann muss Lambo eben seinen eigenen Tech switchen. Weil er kann da nicht ewig auf Mutas bleiben, weil die verlieren den Fight einfach nur gnadenlos. Also er muss dann auch gucken, wie lange er das durchzieht. Man sieht jetzt, das Tunneling Claws in Aktion. Hat man schon länger nicht mehr gesehen. Kommt nicht so oft vor, dass Tunneling Claws verwendet wird. Ja, die Roaches sammeln sich. 3 Roaches reichen, um eine Drone zu one-shotten. Daher sind das 2 so Grüppchen, die da unterwegs sind. Und eine Roach grabt sich so durch die Gegend, um zu scouten. So, und jetzt kommt Move Nummer 1. Jetzt sieht Lambo das auch, was da abgeht. Wird dann also mit Spawnern oder Overseer reagieren müssen. Und findet die ersten 5 Drones. Da kommt der Overseer angeflogen. Die nächsten Roaches wollen da auch noch rein. Aber da ist ein Overseer wieder dabei. Das fängt Lambo ab. Also das hat er im Griff. Trotzdem, der Schaden. 6 Drones. Man sieht es auch, Savile ist richtig gut in sowas. Er splittet immer diese Roaches in noch kleinere Grüppchen. Dass immer noch irgendwo eine Roach rumhängt, die man dann einfach sneaky ausgraben lässt. Und dann nochmal ein bisschen Schaden machen, nochmal ein bisschen nerven. Und da hält, das hält er gerade in der Hinterhand. Währenddessen er zu Hause auf den Hydra dann geht. Vipern unterwegs, Infestoren sind da. Also die Mutas haben jetzt eben ihren Konter. Auch die Linge müssen da tatsächlich aufpassen. Gegen Fungal sind auch die Linge ein bisschen in Gefahr. Für die Banninge gilt dasselbe. Und wenn es dann in Konstellation mit Lurken geht, dann kann man damit eine Ling-Vernichtungsmaschine aufstellen. Also Lurker plus Infestor gegen ja, Ling-Baneling, das kann richtig katastrophal werden für Lambo. Da muss er eben aufpassen. Jeder Versuch einer neuen Basis, das wird erstmal nichts. Die Baninge sagen da mal direkt ihre Meinung dazu. Also 4. wird für Savile erstmal nichts. Lambo hat seine 4. hat noch keine 5. mit dabei. Es ist gerade auf 4 Basen. Die Roaches, ja, die können gegen die Baninge fighten. Aber das ist kein effizienter Trade, den Lambo da eingehen würde. Der will jetzt eher die Mutas rüberschicken, aber die Mutas fliegen da kurz an den Queens vorbei. Und fast auch an den Festoren. Also, das hätte gerade noch schief gehen können. Hier der nächste Baning Morph. Also, Lambo versucht, Druck zu machen. Er ist selber noch nicht maxed. Und er hat jetzt selber nicht die Kill Economy. 81 Drones auf 4 Basen ist jetzt nicht so der Riesenvorteil. Und Savile ist mit dem Lurker denn unterwegs. Hive Tech hat er ja. Also, da ist tatsächlich noch alles drin. Ist die Frage, kann Lambo mit den Baning Plänen irgendwie noch Schaden machen? Kann er eine 4. Basis finden? Wie lange kann er eine 4. oder 5. finden? Hat Savile nochmal was unterwegs an Roaches? Natürlich hat er das. Schickt den nächsten Trupp raus. Lambo hat einfach so viel Map-Vision, wenn man dann seine Vision geht. Alles ist hell erleuchtet. Da kommt die neue Basis. Die wird dann Besuch von den Roaches wahrscheinlich kriegen. Und ja, die Basis wurde jetzt auch gescoutet. Und da der Overseer kriegt mal den ersten Kram ab. Die Mutas jagen die Roaches vor sich her. Aber da kommt der Fungal und die Parasite Bomb. Das ist genau diese Todeskombo, die Savile haben möchte. Er erwischt nicht alle Mutas, aber er erwischt einen Teil davon. Und man sieht, wie schnell der Schaden da hochtickt. Von den Mutas ist direkt eine Runde weggeplatzt. Das waren jetzt... Aber waren tatsächlich nur 3 Stück. Hat nach mehr ausgesehen. 3 Fungals und tatsächlich 4 Parasitic Bombs verwendet. So, und hier die Basis wird trotzdem überrannt. Also Lambo hat dann Erfolge. Kann die 4. von Savile weiter finden und das ist auch wichtig für ihn. Die Roaches suchen immer noch nach ihrem Weg. Die graben sich da weiter durch. Overseer fliegt auch nochmal durch. Aber ja, Lurker kommen. Hydra Speed noch mit dazu. Währenddessen Lambo jetzt auch. Eigener Hive-Tech. Weil er genau weiß, langfristig funktioniert das nicht. Und noch mehr Roaches sind unterwegs. Und die sind relativ nah an dem Overseer. Das heißt, diese Roaches werden nicht so viel Spaß haben. Die anderen Roaches können noch ein bisschen mehr machen. Die Roaches sind gerade jetzt eher die Ablenkung, damit die hier oben nochmal irgendwie Schaden machen können. Ein paar Drones rausnehmen können. Aber wir sind bei 88 zu 64 Worker. Also das sieht für Savile natürlich eh nicht so rosig aus. Aber solange einfach auch die Mutas von seiner eigenen Base weghalten kann, soll es ihm auch ganz recht sein. Das gibt mir tatsächlich Zeit, wie man sieht, seine 4. Basis zu etablieren. Also die Roaches sind dann eine willkommene Ablenkung. 5 Drones nehmen sie auch noch mit. Der Overseer stirbt allerdings ebenfalls auf der Seite. Und Lambo hat weiterhin die Kontrolle über die Map. 5. Basis jetzt mit dabei und ein riesen Baning Run bei hier unterwegs. Da stehen einige Roaches. Da kommt man nicht so gut rein in die Base tatsächlich. Ist da noch irgendwo ein Lurker mit dabei? Nein, aber Infestoren. Reagiert Savile mit dem Fungal? Ja, er reagiert mit dem Fungal. Das ist genau das, was Savile haben will. Und da sieht man es, von den Baningen verbleibt nicht viel. Machen ein bisschen was an Drone-Schaden. Aber am Ende, die Infestoren haben schon sehr viel geleistet, gerade in der Konstellation. Sehen wir gleich, wie viele Baning. Es waren 17 Banes.
17 weniger, das war mega teuer. Hier oben wurden noch mal ein paar Roaches gefunden, dieses Mal von den Lingen mit einem Overseer. Also die Overseers sind jetzt mit dabei. Deshalb im Gegenhack gleich Adaptive Talents, das heißt, seine Lurker werden deutlich agiler und können dann auch öfter in Aktion treten. Die Roaches opfern sie jetzt auch mehr und mehr, weil Samuel das Supply austauscht. Und bei Lambo sieht man, da wird das Geld gebunkert, damit er selber dann auf Hivetech mal was Fünftiges starten kann. Hier sollte es einen Drop geben, aber die Roaches bunken da kurz zwischen. Das heißt, Samuel hat die Info und kann sich in Position bringen. Die Mutas währenddessen kommen angecruised und können gleich die Roaches angehen. Hier oben die Roaches werden wieder surrounded. Also ja, die Roaches sterben nach und nach weg. Der Overlord wird bespuckt von den Queens. Und da ist wieder die Combo. Der Fungal sitzt nicht ganz, der Vollabfungal, der sitzt ein bisschen besser. Nochmal Parasitic Bomb drauf, nochmal eine drauf. Und die Mutas müssen splitten wie verrückt. Ein paar Mutas wird es dabei erwischen. Am Ende sind es nur 3 Stück tatsächlich. Also Schadensminierung, die Lambo da gemacht. Und die funktioniert recht gut. Und die nächsten Roaches graben sich hier durch. Savile ist einfach unnachgiebig. Solange er Roaches hat, lässt er die auch durchbuddeln. Aber er setzt die dann, ja, er setzt tatsächlich noch mit weiteren Roaches, aber auch hier und da Hydras. Da geht es jetzt rein an die fünfte. 3-3 auch unterwegs für die Savile Ground Army. Also das ist natürlich auch mega gefährlich. Ich meine, das ist ein Lambo mit Adrenal Glands plus 2 Carapace und einem Uli Cavern. Also er will es mit Ultralisken versuchen, durch die Lurker durchzurennen. Das ist ein mutiger Plan. Der kann nämlich auch ganz grandios schief gehen. Die Roaches währenddessen, der nächste Attack hier und die Basis kriegt auch ein bisschen Ärger. Savile, jetzt kommt mehr und mehr in Schwung, man sieht das. Er hat jetzt eben ein bisschen mehr Feuerpower, kann sich besser auf der Map festsetzen. Dann hat sich die nächste Base expandiert tatsächlich zu Lambo hin. Und ja, das kommt ihm ein bisschen zugute, weil er hat die Lurker, er hat die positionierbaren Einheiten. Die Linge versuchen es, aber da sieht man jetzt mal Linge versus Lurker. Die Linge müssen da irgendwie in Bewegung bleiben, ansonsten leiden sie einfach wahnsinnig schnell. Da gehen jetzt stattdessen die Drones an, die Hydras versuchen der Bestes, um das in den Griff zu kriegen. 3-4 Drones an, aber hier stirbt die komplette Hedge tatsächlich. Da spawnen gleich noch ein paar Ulis mit raus. Die Dinge wurden alle aufgeräumt. 5 Drones zu 4 am Ende down. Die Mutas kommen jetzt rüber. Die Uli ist noch nicht ganz gespawnt. Die Roaches werden also hier belagert. Ab hier ist ein Festoren. Ein Festor sehr weit vorne. Die Mutas splitten aber nochmal rechtzeitig. Da sind jetzt auch Vipern mit dabei. Konter-Vipern. Aber trotzdem Doppelfungal, Triple-Fungal sitzt auf einer riesen Masse von den Mutas. 24 sind auf dem Feld. Das werden wahrscheinlich keine 24 bleiben. Gott, die platzen einfach so schnell weg. Der Split ist tatsächlich nochmal gut. Es bleiben doch 19 davon. Aber 13 Drones gehen down, weil hier drüben sind nochmal Roaches drin. Die sind jetzt auch die Ultralisken. Die Uli sind jetzt also mit im Spiel. Zeigen sich gegen die Roaches und Savile morpht sofort 10 weitere Lurker, weil er genau weiß, die Ulis haben trotzdem Schwierigkeiten, an Lurker ranzukommen, weil der Schaden einfach überwältigend groß sein kann. Zumal die Lurker auch gleich plus 2 Missile-Decks haben. Die Ulis hingegen haben noch kein Kitan-Displating. So, Lambo muss da schnell durchpushen. Er kann natürlich nachpumpen, er hat Geld dafür. Kann eine zweite Welle bauen, er hat 3000 Mineralien auf der Bank, nimmt mal eine Queen mit und jetzt kommt tatsächlich mal ein voller Angriff. Jetzt will Lambo versuchen, die Serial Defense zu brechen, kommt er da doch. Er hat Blinding Clouds auch mit dabei, hat Viper eine eigene, da kommt dann mit Parasite Bomb, die Ulis versuchen jetzt, aber man sieht das, die Ulis werden geblockt von den Gebäuden und den Roaches und die Lurker machen den Schaden. Die Ulis verlieren hier Leben und die Mutas konnten nicht mitfighten, weil sie von der Parasite Bomb betroffen wurden. Und Savile hält das ein weiteres Mal und das wird jetzt für Lambo etwas unangenehm. Da wird sogar noch ein Uli gesniped am Ende. Hier die Queens fighten jetzt gegen die paar Mutas, die sich haben reinlocken lassen und die Lambo Army wird gerade kleiner und kleiner. Ja, es ist eine Herausforderung, Savile in einem späteren Spiel zu besiegen. Late Game Savile ist mal wieder am Start und der ist gefährlich. Die Mutas kriegen sofort nochmal eine Parasite Bomb ab. Da ist Borkolo Sport mit drauf. Die Ulis wollen immer reinpushen, aber es sind so viele Roaches, so viele Lurker. Die Lambo Army zerlegt sich einfach und er droppt da 50 Supplies. Savile hingegen droppt fast gar nicht. Wir sind bei 19 zu 8000 Resources lost. Ja, und Savile, da hat er einfach mal wieder seine Qualität bewiesen. Auch wenn er da wirklich 0-2 hinten liegt und eingebunkert ist, er Late Game Starke. Irgendwie, man hat das Gefühl, je später das Spiel geht, umso stärker wird der Typ. Und das hat Lambo gerade auch zu spüren bekommen. Er hat sich wirklich Mühe gegeben, aber die Ulis haben ihm hier wirklich nicht die gewünschte Lösung gebracht. Und ja, die Spells waren gut. Die Mutas hat es dann auch zerlegt. Und Lambo hat sich hier schon nicht mehr in der Lage gesehen, dass man... Man sieht, er hat nochmal Ulis nachgebaut, aber das wäre quasi jetzt nur noch mehrfach in der gleichen Reihenfolge ausgegangen. Die Ulis rennen rein, die Lurker zu säbeln. Die Ulis, die Mutas sind mit den Infestoren und den Vipern beschäftigt. Und damit verliert Lambo quasi Fight um Fight um Fight. Und Savile hat zu dem Zeitpunkt auch eine sehr kompetente Economy, eine bessere Economy sogar als Lambo hätte. Und damit ist es jetzt der Anschlusstreffer. Savile ist noch nicht raus und Lambo muss weiter dranbleiben. Und Lambo plant schon wieder, auch auf Oxide. Dieses Mal Link-Angriff mit Baning Nest, mit Speed-Upgrade. Er wird nämlich da, ja, baut jetzt mehr und mehr Linge. Drone Count 23, keine Drones unterwegs. Evolution Chamber folgt da noch. Savile hat das Scouting-Ding in der Gegend, würde gerne wissen, was da vor sich geht, kommt aber erstmal nicht ran. Ja, das ist ein Savile selber, da sieht man, sieht das seine dritte Basis mit unterwegs. Schnappt sich selber eine Evolution Chamber, hat noch kein Baning Nest, also auch kein Safety-Baning Nest gestellt. Lambo wieder mal nur auf 2 Basen und die Linge wollen rein. Oh, die Drone fährt sogar noch mit für einen Block. Und am Ende, die Linge warten erstmal noch versteckt, aber Savile, ja, das kommt ihm schon verdächtig genug vor. Speed-Upgrade nahezu synchron.
Und jetzt geht's los. Die Dinge rennen über die Map. Und der Overlord sieht das natürlich alles. Overlords, ja, also das Frühwarnsystem. Und Baninge können gemorpht werden von beiden Seiten. Wobei, besser wird dauert das noch. Sein Baninge ist noch nicht fertig. Lambros selber hat noch keine Baninge mit am Start. Die kommen gerade. Die werden gerade gemorpht. Und dann hat er natürlich den Vorteil im Fight, aber er muss gegen eine Wall kämpfen. Was nicht so einfach wird tatsächlich. Da kommt sogar noch ein bisschen Backup, dass die Queens sich dann nach hinten durchschleusen können. Okay, die Linge sammelt die Linge. Vergiss die Linge hier draußen, lässt die ein bisschen weg. Aber das ist ein guter Start dann für Lambo. Der versucht sich natürlich reinzuquetschen. Irgendwie muss er sich da durchspringen. Durch welches Gebäude, durch welche Einheiten soll es gehen? Im besten Fall natürlich durch die Queens. Die Queens fallen auch nach und nach, können das nicht länger halten. Selber mit eigenen Baningen unterwegs. Reicht das hier? Kann er das hier defenden? Sein Turnierüberleben ist hier auf jeden Fall gerade, hängt da gerade mit dran. Und die Drones werden schon mal weggesprengt. 5 Drones werden gesniped. Aber jetzt ein Baning da für Savile. Jetzt kann er Content hier, jetzt kann er antworten. Und hat jetzt aber nur noch einen Baning übrig. Die Linge wollen da trotzdem noch mitten durch die Linge von Savile versuchen, ihr besser das abzufangen. Jetzt sind mehr Baning gespawnt. Da drüben wird immer ein ordentlicher Teil an Linge aufgehalten tatsächlich. Das Lambos Reinforcement kommt hier nicht mehr dazu. Und hier ist noch ein Baning mit dabei. Der explodiert aber gerade so. Der Baning hier, der Morphis, wird nochmal von den Drones tatsächlich gecancelt. Savile kämpft wirklich mit allen Mitteln. Ist 10 Supply gerade hinten, aber er hat noch ein Baning. Er kämpft gegen die Baninge gerade, gegen die Linge gerade von Lambo. Nochmal selber keine Baninge mit am Start. Er versucht es mit den Lingen alleine. Und er verliert nach und nach seine Linge. Die Baninge ist einfach eine zu große Gefahr. Man kann keinen vernünftigen Fight eingehen. Und Savile wird das halten, so wie es aussieht. Er kann ständig das Reinforcement. Er fängt echt zweimal hier noch das Reinforcement ab mit den eigenen Banes. Und hat immer noch die Wall hier. Und wie man sieht, hier wird der Rest geklärt. Da ist noch ein Baning, aber Savile hat das im Blick. Kann den mit einem Ling lösen. Und er hält damit das. Und das war ein richtig wichtiger Hold. Ein richtig stressiger Hold tatsächlich. Lambo hat da alles rangeworfen. Hoffen, dass er irgendwie reinkam. Er hat so viele Linge tatsächlich an diesen Baningen verloren, die da draußen das Reinforcement abgefangen haben. 55 zu 34 Linge down. Klar, die Queens sind gestorben, aber jetzt kann Savile sofort zum Konter ansetzen. Damit Lambos dritte Basis wird wahrscheinlich... ist die zu halten? Das ist schwer zu sagen. 25 zu 8 Linge. Die Queens wollen mitmarschieren. Baningen kommen dazu. Wenn Savile da voll drauf hält, sollte das Ding eigentlich kriegen. Aber er entscheidet sich ein bisschen mit den Lingen zu catchen. Schickt ein paar Einzellinge da drauf. Jetzt hat er auch eigene Baninge dabei. Es gibt noch einen verlängerten Fight hier. Die Banes versuchen sich gegenseitig wegzutraden. Die Linge versuchen sich gegenseitig zu killen. Aber die Hatch, die kann gecancelt werden. Da ist noch Baninge zwischen Baninge. Das sieht immer gefährlich aus, wenn das so ein Durcheinander ist. Am Ende hier die Baninge von Lambo laufen weiter vorwärts. Kriegen aber nicht die Connection, die sie haben wollen. Somit die dritte wird neu gestartet und Savile, er hat seine dritte. Also Lambo hat sich so drauf konzentriert, die Netspiel anzugreifen. Er wollte einfach wirklich Savile killen mit diesem Angriff aus dem Turnier kicken. Aber er hat es nicht fertig gemacht. Das heißt, Savile hat noch eine aktive dritte, kann die weiter nutzen, hat vor allem noch mehr Drones. Das sieht jetzt eher schlecht aus für Lambo, weil eben die Economy nicht mehr vorne ist. Er war zwischendrin natürlich mit Spikes vorne, weil Savile nicht mit allen Drones arbeiten konnte. Die waren in Kämpfe verwickelt oder mussten fliehen vor Baningen. Da ging dann einfach nicht mehr. Aber insgesamt hat da Savile trotzdem den Vorteil. Lambo mit einem Run da kurz außen rum. Da ist nochmal ein Runby von Savile unterwegs. Viele Dinge, die gerade über die Map laufen. Und ja, die dritte Basis von Lambo dauert jetzt natürlich noch. 5 Drones gerade hinten. 5 Overlords baut er tatsächlich. Das ist natürlich gerade ein ekliger Supply-Block. Und 5 Overlords ist sehr, sehr viel Investment. Über seinen Supply-Block drüber hinaus. Das füllt er nämlich so schnell nicht, das Supply. Vor allem nicht mit Lingen. Ja, da gerade keine Roaches, könnte man es noch eher füllen. Aber mit Lingen das zu schaffen, ist eine deutlich größere Herausforderung. Savile rennt auch gerade wieder rein und raus und versucht da nach Möglichkeiten zu suchen. Lambo jetzt mit dem plus 1 Militex unterwegs. Savile mit dem Carapace und Savile droned nochmal höher. Lambo hingegen mit mehr Commitment auf Linge und Baninge. Er will es tatsächlich weiter drauf anlegen. 34 zu 41 Worker. Und Lambo mit dem nächsten Angriff. Linge von beiden Seiten, Baninge mit dabei. Und da traden sie erstmal Baninge weg. Die Linge von der linken Seite werden abgehalten, aber auf der rechten Seite die Hatch ist in Gefahr. Da spawnt nochmal eine Queen. Transuses wären da, wenn die Queens rankommen. Die Hatch hat noch die Hälfte ihrer HP. Der Overlord leidet hier ein bisschen. Wenn das Nier, die Linge wurden tatsächlich bis nach Hause gepusht. Aber Lambo committet weiter. Mehr Linge im Bau. Mit seinem plus 1 Attack wird er nochmal ein gutes Stück mehr Schaden machen. Aber natürlich das Arm Upgrade kann das ausgleichen. Beide gehen jetzt auf den Leertag allerdings auch. Und Savile kann die ersten Roaches mit dazu holen. Er hat halt 48 Drones gegen die 33 von Lambo. Mit jeder Sekunde, die verstreicht, ist es für Lambo kritischer, dass er hier Schaden macht. Versucht jetzt die Baning da irgendwie durchzufällt in Richtung Netzspieler, aber die Wall ist hier immer noch und die Queen steht da in der Wall drin und blockt hiermit schön alles. Also die Defense hält nach wie vor. Savile mit starker Defense hat noch ein Ding hier reingebracht, zieht also auch den Leertag von Lambo. Lambo kommt nicht durch, muss also seine Aktion abbrechen, muss jetzt selber auf Drones gehen, aber da ist es schon ein ganzes Stück hinten. Hat vor allem selber auch noch kein Roach Warren, also ist tech-mäßig auf jeden Fall auch nicht so gut aufgestellt. Zumal das auch für Savile jetzt besser harmoniert. Das plus 1 Carapace ist natürlich in besserer Harmonie mit den Roaches als das plus 1 Melee-Attacks. Die Dinge helfen trotzdem im Fight. Können sich da als Frontline vorne reinwerfen. Aber je mehr Roaches das werden, umso unangenehmer wird das für Lambo. Und da kriegt er einen riesen Baning ab. Das war ein riesen Haufen an Dinge.
das bitte gerne in einer Generalübersicht. Oder ist das hier schon? Der hat auf jeden Fall 19 Länge gekillt. Jetzt insgesamt 20. Also ja, da hat Lambo gerade nochmal ordentlich gefressen. Wir sind jetzt bei 55 zu 42. Der Versuch ist tatsächlich ein Spire, aber der wird direkt gescoutet. Die Ling ist nämlich wieder drin. Savile rennt da gerade einfach fröhlich hin und her. Und ja, genießt, glaube ich, diese Map deutlich mehr als Lambo. Und da in der Anfangsphase war es sehr, sehr stressig. Die Defense hier an der Natural, das ist wirklich krasses Krisenmanagement. Und Lambo hat wirklich viel dran gesetzt, das Savile zu vernichten. Aber jetzt hat sich Savile da gefangen und jetzt kann er selber zum Angriff übergehen. Wenn er das dann kriegt, dann Konter ab, hat aber immer noch Baning hier zu Hause stationiert. Hat eben die dritte mit dabei, könnte fast eine vierte gebrauchen. Man sieht, dass 22 Drones, aber das ist erstmal ins Vespingas verlagert. Dann hat sich das erstmal nochmal erledigt. Und die Roaches hier greifen jetzt an. Die Linge versuchen sie jetzt mit dem Surround. Ist das genug? War das? Habe ein bisschen zu übermütig. Einfach aufs offene Feld gelaufen mit den Roaches. Die Linge tun es natürlich schwer. Die Roaches haben plus 1 Carapace noch zusätzlich. Es kommen weitere Roaches mit dazu. Lambo, das kann er halten. Das kann er clearen. Jetzt hat Savile sehr viel Army Supply gerade weggehauen. Okay, da finden wir das Game. Es läuft weiter. Der hätte nicht gedacht, dass Lambo tatsächlich noch so gut durch die Roaches durchkommt. Aber das hat funktioniert. Wie man sieht, die Linge eben als Frontline. Und die Roaches, gerade auf so offenen Weise, wenn Savile irgendwann an der Wand gestanden wäre, noch eher. Aber er ist einfach so schnurstracks rüber marschiert. Wollte es unbedingt wissen, dass er da durchbrechen kann. Hat am Ende nicht funktioniert. Beide haben jetzt Missile Attacks 1 gleich und beide haben gleich auch Roach Speed. Trotzdem, die Economy bleibt weiter im Vorteil Savile. Mit 63 zu 50 Workern. Dafür aber im Army Supply, ja, hat Savile gerade auch nochmal ordentlich was weggepumpt an Roaches. Das jetzt nicht mehr zur Verfügung steht. Lambo versucht jetzt selber wieder mit einem Angriff mit eigenen Ravagern. Und Savile sogar mit einem Spinecrawler. Also er fühlt sich bedroht genug, dass er das hier braucht. Ja klar, er hat die bessere Economy. Das heißt, Lambo zum aktuellen Zeitpunkt mehr Army Supply auf dem Feld. Aber es ist nicht arg viel. 72 zu 80. Und Savile holt bei dir im Augenblick natürlich mehr auf. Und hat zudem jetzt noch Spinecrawler-Möglichkeiten und die Queens mit dabei für diesen Fight. Linge kommt angelaufen, der Baning ist auch noch mit drin. Cross Spice werden reingeschleudert. Die Roaches snipen die Baning recht schnell raus. Ein Baning ist er noch mittendrin, aber ein bisschen Splash Damage ging daran. Jetzt geht Savile nach vorne und will diese Lampo Frontline überrennen. Die Linge wollen aber von der Seite irgendwas tun, irgendwann bei starten. Spinecrawler wird da gleich noch fertig. Die Linge werden weiter aufgehalten. Die Queens Handlers müssen auch zurück. Die Linge hier verlieren den Fight. Die Roaches oben, wie sieht es da aus für Lambo? Da wird er auch Stück für Stück geblockt. Er hat natürlich hier das Problem, er hat die schlechteren Roaches. Weil seine Roaches haben kein Carapace-Upgrade. Das kommt hier Savile doch zugute. Und er kann sich hier durchsetzen. Er kann das überleben. Und er macht damit tatsächlich den Ausgleich. Okay, dieses Match geht tatsächlich zu einer Deciders-Map. Ah, was für ein Kampf hier tatsächlich. Also Lambo, er geht halt auf voll. Also ich glaube nicht, dass es eine Deciders-Map auch macht, so auf Risiko zu gehen. Aber das, was er hier gerade gezündet hat, wirklich. Ich meine, er war nah dran. Die Drones waren überall irgendwie verteilt, mussten mitfighten, mussten Baning mit aushelfen. Savile hat, ich glaube, da kam Savile tatsächlich richtig ins Schwitzen. Und jetzt kriegen wir trotzdem noch eine weitere Map. Wer kann sich jetzt hier am Ende durchsetzen? Und Lambo kennt keine Gnade. Blackburn und er ist mit der Goldbase unterwegs. Schickt die Drones sofort rüber. Savile sieht das mit dem Overlord, dass die Drones gerade die Base verlassen, dass hier keine Natural ist. Er kann sich jetzt ausrechnen, was gerade abgeht. Ja, Goldbase von Lambo, also in der Deciders Map. Er spielt auf jeden Fall ohne Furcht. Voller Einsatz von ihm. Und die Drones hier fangen an mit der Arbeit. Es werden mehr Drones hier rüber geliefert. Ein bisschen mehr Drones da gebaut, weil natürlich das zusätzliche Mineralien-Einkommen. Man nimmt das kurz in Kauf, dass man eben die Mining-Zeit verliert. Aber dann hat man hinterher den Boost im Vergleich zu einer normalen Natural. So, die Dinge hier wollen sich sofort auf den Weg. Man könnte da vielleicht ein bisschen stören. Da kommt aber dann die Queen und die sollte das in den Griff kriegen. Hier sind dann gleich alle 12 Drones stationiert. Savile mit der dritten Basis in Planung, Lambo mit einer dritten Basis in Planung. Aber er möchte halt diesen Gold-Base-Boost so früh wie möglich mitnehmen. So, die Linge also scouten mal durch. Beide gehen jetzt auf dem Baning-Nest. Ja, das Neoblot kriegt noch ein bisschen Ärger mit der Queen. Und ja, die Basis hier für Lambo, die läuft. Savile macht da bisher nichts dagegen. Kann natürlich auch oder konnte nicht so viel dagegen machen, außer irgend so ein Panik-All-In, der normalerweise nicht gut funktioniert. Die Länge war da noch ein bisschen abgefangen. Da sieht man eben jetzt den Mining-Vorteil, der da zustande kommt. Das ist bei 26 zu 27 Worker, aber eben die Goldbase, die macht da die Arbeit für den Mining-Vorteil. Und eben in den Mineralien, dass das einfach ein Stückchen mehr ist, was Lambo da pro Minute sammelt. Und das mit einem Worker weniger. Der Goldbase-Effekt, den man da hat. Und wie man jetzt sieht, mehr Linge werden aufs Feld geworfen. Das heißt, es wird dann Fight geben. Baning Nest auch mit dabei auf beiden Seiten. Erster Baning wird hier auch dazu gemorpht. Auch bei Lambo gibt es sein. Lambo ist hier offensiver gerade stationiert. Savile hingegen mit ein paar Lingen, die vielleicht versuchen durchzurennen.
Man kann hier richtig schön Baning reindrücken und explodieren lassen. Und der Splash Damage nimmt die Drones tatsächlich mit. Also das funktioniert auf der Map. Das könnt ihr Cyril eventuell ausnutzen, um Lambo da kalt zu erwischen. Der versucht gerade selber einfach mehr Druck zu machen, kann einen Baning hier canceln. Ich glaube, das sind die Baning. Nein, das sind noch nicht die Baning Morphs, die da Cyril hat. Die sind hier zu Hause tatsächlich. Schaut sich die Situation mit den Lingen eventuell nochmal an. Ein paar Overlords stehen hier draußen, beide jetzt mit dem Roach vorne unterwegs. Also ja, man ist ein Ticken vorsichtiger. Man will nicht zu übermütig sein in dieser Lage gerade. Leertech auch mit unterwegs für Lambo. 35 zu 35 Worker. Nach wie vor gilt natürlich, ja, er kriegt da mehr Geld rein pro Minute. Hat natürlich den Nachteil, das gilt nur bedingt. Da sieht man es auch, das ist der Baning Move von Samuel. Er kann sich auch hier die Rampe runterlaufen lassen, weil man hat nicht so viel Vision hier. Also man sieht das relativ spät erst und kann dann darauf reagieren. Hier kommt auch das Gas mit dazu. Ja, die Goldbiss hat natürlich den Nachteil, es gehen nur 12 anstatt 16 Worker. Und hier die Baninge. Und das, der zweite hat nicht gepasst. Der zweite war ein Ticken zu direkt, der hätte auch mit an diese Stelle explodieren müssen. Wie man sieht, darum war nur der Splash Damage, da aber kein Kill auf die Drone. Das ist gerade richtig bitter gelaufen. Da war der mal ein Link, der nachsitzen wollte. Und ne, das war der eigene Drone, der gerade gekillt wurde, wenn ich das richtig gesehen habe. War das ein Link oder war das eine Drone? Das war tatsächlich nur ein Link. Es ging gerade so schnell, ich habe es gar nicht vernünftig realisiert. So, Leertech kommt jetzt bei Savile. Lambo hat den schon und geht auf Road Speed und plus 1 Missile Attacks. Auch bei Savile mit Missile Attacks unterwegs. Ja, der Link kann natürlich nicht viel machen. Da kommen die Overlords, zusätzliche Roaches. Da ist die Goldbiss natürlich sehr hilfreich. Einfach besseres Mineralien- zu Vespin-Gas-Verhältnis, was man an so einer Basis hat. Und damit kann man einfach grundsätzlich ordentlich Roaches pushen. Die dritte Basis läuft auch mit den Mineralien. Also Lambo rüstet auf für einen Angriff mit seinen Roaches. Savile hingegen nochmal ein paar mehr Drones. Hat jetzt die dritte Basis auch bestückt. Ja, Lambo kann sich natürlich ein paar Drones auch sparen. Er kriegt quasi das, was man an normalen Base mit 16 Drones rausbekommt, bekommt man an der Goldbase mit gerade mal 12. Spart sich also die 4 Drones trotzdem. Savile hat höher gedroned und Savile jetzt ein weiteres Mal mit der Verteidigung, die hier von ihm gefordert wird. Geht schon die ganze Zeit so und auch auf der Side des Maps soll es so kommen. Lambo mit dem Angriff, Savile mit der Verteidigung. Spinecrawler sind unterwegs, Missile Attacks 1 ist drauf bei Savile. Bei Lambo dauert es noch einen Augenblick, noch sein Road Speed dauert noch einen Augenblick, aber da kommt sehr viel Army Supply angelaufen. Und Savile momentan, ja, pusht jetzt auch Army, was nur irgendwie geht. Da kommen noch Ravager mit dazu. Und Lambo will es tatsächlich wissen, mit einem großen Angriff, mit einer großen Runde. Kommt er ein weiteres Mal durch die Savile Defense. Er hat es schon mal geschafft, hat die Savile Defense schon gebrochen, aber auch Maps gehabt, wo die Savile Defense zu gut für ihn war. Und tatsächlich an diesem Angriff soll es jetzt wohl hängen. Wer kommt hier weiter in die nächste Runde? Kann Savile das halten? Kann Lambo hier durchpushen? Die Linge kommen von der Seite. Baning ist mit drin für Savile. Baninge werden schon mal weggekotzt von den Roaches. Die Linge tatsächlich kriegen nicht die Baning ab. Und hier Crow Spiles auf Spinecrawler Nummer 1. Der geht relativ... Nein, der geht nicht da und der Damage reicht nicht. Die Baning werden trotzdem recht gut weggefokust von den Roaches. Die Linge fressen dann doch noch ein Baning. Die Baninge von Lambo wollen so mit rein. Die Spinecrawler stehen noch, aber haben kaum noch Hitpoints. Crow Spiles gehen mit ran. Savile kämpft jetzt hier mit verbündeter Front mit den Queens zusammen. Die Roaches pushen hier Lambo entgegen. Lambo muss ein bisschen zurückweichen, aber Savile geht da auch recht weit raus aus seiner eigenen Verteidigungslinie und wird jetzt ein bisschen zurückgepusht. Die Queens da unten sind jetzt exposed. Die erste ist down, die zweite wird auch weggekotzt und Lambo hat hier ein Stück mehr Roaches. Reinforcements für Savile ist noch nicht ganz da. Die Roaches werden überrannt. Das reicht nicht für Savile. Lambo kann sich hier durchkämpfen. Und damit ist es das 3 zu 2 tatsächlich. Lambo kickt Savile aus dem Turnier, qualifiziert sich für die besten 4 in Europa und damit natürlich auch für die Season Finals. Also was für eine Leistung von Lambo. Konnte sich das halt wirklich auch mit allen Mitteln, muss man bei Lambo wirklich sagen. Er kannte da nichts, sondern er hat durchgezogen bis zum bitteren Ende und er konnte am Ende hier die Verteidigung überwältigen. Und damit... Oh, da kriegen wir dann ein richtig spannendes Match als nächstes im Lowest Bracket. Wenn ich das gerade so in meinem Kopf zusammenrechne, wer da auf wen trifft. Aber dazu gibt es dann beim nächsten Mal mehr. Das auf jeden Fall von mir. Bis zum nächsten Match. Das ist, glaube ich, zuerst mal wieder das Winners Bracket und dann wieder das Lowest Bracket bis zum Overall Final. Ich glaube, das ist jetzt so der Weg. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.